Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video und dem längsten Fokussuchen der Welt. Mein Name ist Matthias Stockinger, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video im Kolbenstempel-Shirt mit Bizeps. Leute, ich bin gut drauf, früh aufgestanden, heute hat vieles gut geklappt und das am Montag, das sollte auch mal geben. Es fehlt noch ein Vlog-Video, nämlich das letzte. Viel Spaß dabei und im Hintergrund hört ihr schon einen Vordermeer. Denn genau so Zeug reparieren wir hier auch ab und zu. Die ländliche Gegend erfordert bzw. bringt das mit sich. Die ländliche Gegend bringt das mit sich, dass eben der ein oder andere Landwirt vorbeikommt, wenn er Probleme hat mit seinem Gefährt oder mit seinem Werkzeug, whatever. Und in diesem Sinne, bei dem Vordermeer haben wir jetzt den Vergaser gereinigt, Ölwechsel gemacht und einen Luftfilter kriegt er noch, der war nicht lieferbar, beziehungsweise bestelle ich jetzt erst. Ja, heute passiert sonst nichts mehr, es war noch ein Polo da für einen großen Service. Das ist das Schnittwerk, deswegen klackert das jetzt so. Und ja. Morgen kommt ein Audi A3, da machen wir einen neuen Kühlerlüfter rein. Da gibt es das interessante Problem. Und ja, die Woche kommen noch so ein paar Dinge. BMW wird noch fertig gemacht. Viel Spaß beim Video. Moin. Draußen sind sie schon. Das ist der neue, hier ist der alte. Ich denke, der Fehler liegt gar nicht an den Lüftern direkt, also nicht an den Motoren, sondern da drin sind auch die Steuergeräte. Oder das Steuergerät sieht man ja schön und ich denke, daran liegt es. Also wenn jetzt mal in Google haut, ist ein sehr bekannter Fehler. Geht wohl gerne mal kaputt. Vom Wechsel geht extrem leicht, extrem schnell. Ich habe jetzt vielleicht mit dem Einbau dann Verdeckung dran, dies, das. Maximal eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, so eine halbe kommt dann ungefähr hin. Dafür ist das Teil halt nicht ganz so billig, aber dass man das ganze Paket nur mit 4 Schrauben muss man lösen, ein Stecker und dann kriegt man es nach unten raus. Also wirklich sehr schnelle Arbeit für ein ziemlich großes Teil. Also das haben sie cool gemacht. Schade, dass es kaputt geht, dass es einen Defekt hat, aber gut, dass es leicht zu tauschen ist. Das ballern wir jetzt wieder rein, dann geht es ab auf die Bahn, eine Probefahrt. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, schaut mal, bei den neuen. Also ich würde schätzen, das hier ist quasi eine Art Wuchtgewicht. Also richtig cool. Das Ding wird vorm Einbau dann noch gewuchtet. Wir haben weniger Lamellen oder weniger Flügel, dafür breitere. Aber ich schätze mal, die haben einen Wert, was er an Luft bringen muss. Und das bringt er jetzt halt so, anstatt wie original so. Solange der Wert stimmt, denke ich, gibt es da auch keine Probleme. Ja, made in Italy. Aber ganz cool, Außenzubehör und ist sehr, sehr passgenau. So, bevor jetzt hier gar nichts mehr kommt, gebe ich mal wieder ein Lebenszeichen und wir machen jetzt, ich hoffe, das geht schnell, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit, wir machen noch die abgebrochenen Krümmerbolzen, die machen wir jetzt hier noch raus in diesem Video. Ich wollte mich schon früher melden, aber wir haben Arbeit ohne Ende und das Tagesgeschäft raubt mir die Zeit für das Projekt, aber ich brauche jetzt auch die Bühne, deswegen muss der Karren jetzt mal wieder laufen. Viel Spaß beim Video. Die nächste immer. Der wird gezählt. Die Dichtung habe ich natürlich komplett neu. Jetzt im Eimer. Die ist schon weg. So, dann schauen wir mal, ob da was geht. Zu den Bolzen zeige ich euch noch gleich was. Da fühle ich mich leicht verarscht, tatsächlich.
man nicht drum rum. Ich dachte, wenn wir es warm machen, bekommen wir es irgendwie rausgeschlagen. Kriegen wir nicht. Was mache ich jetzt? Ich flex jetzt das hier gerade ab. Natürlich alle abgebrochenen Bolzen. So, dass die Dichtfläche ganz bleibt. Also nicht kaputt machen hier, sonst wird es undicht. Ich möchte jetzt auch nicht ohne Ende das erwärmen und dann draufklopfen, denn auch da kann ich natürlich das Ganze verbiegen. Hier den flexen wir auch ab. Und dann wird angekörnt und schön ausgebohrt auf die Größe, die wir brauchen. Schön an, dass wir es sauber ausbohren können. Das Ausbohren hat jetzt folgende positive Eigenschaften. Wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt mit einem kleinen Bohrer gleich durchbohre, nimmt das Ganze schon etwas Spannung ab. Ihr müsst euch vorstellen, die Schraube hängt da drin, ist sehr wahrscheinlich eingerostet, beziehungsweise wird vermutlich eingeschlagen, weil das sind ja Bolzen, die bleiben ja hier normalerweise. Und wenn wir das jetzt aufbohren, dann drückt sich das, der Bolzen quasi schon etwas weg von der Wand, beziehungsweise wir haben keine Spannung mehr. Eventuell bekommen wir es dann schon rausgeschlagen. Wenn nicht, müssen wir immer größer rausbohren, bis wir die Größe haben von den neuen Bolzen. Beziehungsweise Bolzen, da kommen wir gleich später noch drauf zu sprechen. Jetzt heißt es erstmal ankörnen. Versucht da einfach in die Mitte, ungefähr in die Mitte zu gelangen und versucht auch noch zu treffen. Als nächstes brauchen wir natürlich Bohrer, logischerweise. Ich nehme jetzt schnell hier aus dem Set einen recht kleinen. Ja, der sieht noch scharf aus, nehmen wir den. Und schauen mal, was passiert. Passiert gar nichts, hat folgenden Grund, der ist schon stumpf. Also eins der wichtigsten Dinge ist, schaut, dass eure Bohrer nicht stumpf sind, sonst ärgert ihr euch nur kaputt. Aber ich habe noch irgendwo ein neues Set, das muss ich jetzt mal schnell suchen. Verlinke ich euch natürlich, oh ja, so muss das aussehen, alles noch vollzählig. Und wir nehmen mal den Dreierbohrer. Sehen wir durch. Da ist er.
So, Nummer 1 haben wir von 4. Wir machen jetzt einen Cut, denn ich muss jetzt eh nach Hause. Wir haben schon wieder 9 Uhr. Bin seit um 5 Uhr auf dem Bein. Heute Morgen war ich noch pumpen. Wenn ihr da mal Bock habt, dass ich euch mitnehme ins Training, schreibt es mir mal in die Kommentare. Der ein oder andere weiß ja über Instagram, dass ich hier und da doch auch mal am Pumpen bin. Nicht nur am Zylinderkopf pumpen. Genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Das hier ist jetzt ein Übeltäter, den haben wir rausbekommen, jetzt auf die Schnelle. Die restlichen mache ich morgen. Morgen haben wir hier auch noch ein Teamtreffen. Heißt, alle Beteiligten dieser Firma treffen sich und dann quatschen wir die nächsten Ziele und Pläne durch, weil sich aktuell gerade viel geändert hat, was jetzt euch ja gar nicht so betrifft, aber ihr merkt es dann eben in Form von Output und Videos und neuen Projekten. Da steht nämlich einiges wieder an. Also wirklich, so, genug gewackelt. Es lohnt sich, dem Kanal zu folgen, weil es kommen wirklich ein paar richtig fette Dinger. Wie gehe ich jetzt hier noch weiter vor? Ich bohre jetzt einfach mit einem großen Bohrer die Löcher nach. Da habe ich ein bisschen verzogen, bin ich zu weit nach links gekommen. Aber egal, da gehen wir einfach mit einem etwas kleineren. Ich bin jetzt mit einem 7er durch, jetzt gehe ich halt mit einem 5er bei dem. Dann passt das und dann schlagen wir es wie hier auch einfach raus. Und hier auch noch eine. Das Gewinde, das werden wir nachschneiden, beziehungsweise so schön sauber machen und das hier auch. Und jetzt kommt noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Ich habe über das Partslink, also wer das nicht kennt, das ist ein Programm, bei dem man monatlich einen Betrag bezahlt. Und dann hat man Zugriff auf den originalen Online-Teilekatalog des jeweiligen Herstellers. Kann man aussuchen über die Fahrgestellnummer. Habe ich hier gemacht beim E36, da steht er immer noch. Und dann habe ich die Krümmerbolzen ausgesucht. Dann können wir auch auspacken. So, das sind die Krümmerbolzen. Also die habe ich ja neu geholt. Ein so ein Krümmerbolzen hat gekostet, hebt euch fest wirklich, 10 Euro. Und soll ich euch was zeigen? Das ist gar kein richtiger Krümmerbolzen zum wieder reinschlagen wie die alten. Das ist eine stinknormale Schraube. Also ich hätte auch einfach... Gut, vielleicht ist es speziell. Gut, hier geht es etwas auseinander, aber sind wir ganz ehrlich. Also normale Schrauben hätten das auch getan. Kupfer, eine neue Kupfermutter drauf und gut ist. Aber 10 Euro ist das definitiv nicht wert. Fand ich krass. Ich wollte es mal richtig machen, dachte ich, komm, dann nehme ich jetzt nicht einfach irgendwelche Schrauben aus dem Sortiment. Und was haben wir? Schrauben aus dem Sortiment. Für 10 Euro eine. Also 4 Stück, 40 Euro. Ja, so verdienen sie das Geld, ne? Also, beschuldigt nicht immer die freien Werkstätten, dass sie so teuer sind, wenn sie Originalteile als holen müssen. Dann ist der Preis nicht immer, liegt nicht immer nur an der Werkstatt. So, dann verabschiede ich mich mal aus dieser Perspektive und bedanke mich für euch fürs Zuschauen und für die Treue. Und wir haben es auch geschafft, wir sind ein bisschen gestiegen bei den Zuschauerzahlen von Abonnenten. Trotzdem geht es immer noch etwas in Tendenz von Nicht-Abonnenten, dass die meisten schauen meine Videos und folgen mir nicht. Finde ich schade, denn ihr zieht Wissen und lasst keine Liebe da in Form von einem Abo, was eh nichts kostet und euch gar nicht wehtut, aber mir sehr, sehr viel helfen kann. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, da kommen immer wieder Stories und denke ich immer mal wieder coole Themen. Auch in einfach vom Alltag und das kann wirklich spannend sein und viel ist auch, ihr wisst ja, Kfz, die Werkstatt hier, mache ich nicht nur für YouTube und für die Klicks, nein, das bin ich, das lebe ich, das mache ich jeden Tag und da gibt es halt auch ein paar Einblicke immer bei Instagram. Dann kommt bald wieder ein Real Talk Video, ich habe ein cooles Thema, was mir echt ein Herzensanliegen ist und zwar geht es da um die lieben Azubis und um die Meister, beziehungsweise die Führungskräfte mit Personalverantwortung. Mit euch habe ich ein kleines Hühnchen zu rupfen. Beziehungsweise ich kann euch helfen, wenn ihr das wollt und annimmt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut die Fragen wie immer in die Kommentare und lasst mir ein Like da. Und wenn ihr das Video gut fandet oder den Kanal einfach gut findet, dann schickt mir einfach mal ein Hallo in die Kommentare. Auch Kommentare können der Reichweite dienen. Bis dahin, wir sehen uns. Haut da rein. Verliert niemals die Lust am Schrauben. Und